Ich habe auch wieder einen schönen Kommentar gekriegt. Punkto Google Plus, denn seit Google Plus raus ist, scheinen ja die Hater mehr zu werden. Was vielleicht daran liegen kann, dass einfach über die Hälfte Kommentare weniger sind und sie dadurch mehr auffallen. Und da kam mal wieder so ein netter Kommentar, dass man doch nicht Google Plus an allen die Schuld geben kann. Das hat doch ganz tolle Funktionen und wunderbar. Und Facebook ist ja nun nicht besser. Das habe ich nie behauptet. Ich habe auch nie gesagt, dass Google Plus alleine schuld ist, sondern auch, dass es ein gesellschaftliches Problem ist. Nur, dass es halt einen so auffällt, dass jetzt, wo Google Plus da ist, einfach immer mehr Hate-Kommentare kommen. Und vor allem immer mehr Spam und Eigenwerbung. Was damit ja eigentlich unterdrückt werden sollte. Das ist cool, dass YouTube nicht auf die Reihe kriegt mit diesen Fake-Accounts und ganzheitlich Accounts mit dem gleichen Namen annehmen kann. Mhm. Ja, du kannst einfach einen Account erstellen, der auch Gronkh heißt. Es gibt zigtausend Gronkh-Fakes-Accounts auf YouTube. Der Punkt ist, über die Adresse kannst du dann nur sicher sein, dass du auf den richtigen Land bist. Richtig, aber das wissen die meisten Leute ja nicht. Wenn da irgendein Gronkh unter dein Video was schreibt, dann denkst du erstmal, oh, das ist ja der richtige Gronkh. Ja, dann drücke ich auf seinen Teil. Ja, du, weil du erfahren bist, aber es gibt ja genug Leute, die sich da wahrscheinlich weiterhalten bis Baum denkst. Oh mein Gott, Gronkh hat einen Kommentar bei mir hinterlassen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Schon fast mit Herzklabaster tot umfallen, ne? Gute Einstellung. Schon komisch, wenn man sich vorstellt, dass vor Facebook der ganze Schwachsinn einfach in den Köpfen der Menschen geblieben ist. Leider ja nicht, die haben auch damals schon geredet. Ja, aber wie gesagt, was sagt ihr denn zu puncto, dass Google Plus ja an sowas überhaupt nicht schuld ist und Google Plus doch eigentlich eine super tolle Sache ist und man sich da nicht so drüber aufregen soll? Es ist ja nicht so, dass ich eigentlich außer dieser einen Person, mit der ich zu tun hatte, schönen Gruß, MacBurago, falls du das hier siehst. Oh Gott, er nimmt auf. Ich bin weg. Hab ich doch gesagt. Von keiner Person Positives über Google Plus gehört habe, von noch niemanden. Warum hat der Typ auf Platz 1 keinen Ping? Kann mir das meiner erklären? Hatten wir schon mal, weiß ich nicht. Weil er zu gut ist, um Ping zu haben. Genau. Weil er im lokalen Netzwerk mit dem Server ist. Es ist Chuck Norris. Finde den Fehler. Das ist geil. Wenn ich suppressed bin, treffe ich mit einer DMR Leute direkt vor mir nicht. Wenn ich andere Leute suppresse, schießen die weiter, als ob nichts wäre. Mhm. Machen die nur Headshots. Das ist echt geil. Echo, könntest du mal schnell noch, wenn du es schaffst, markieren? Na, egal, tot, zu spät. Weil, ist klar. Ja, die lassen sich nicht stören durch das Feuer. Oh, was für ein blödes Boot ist das wieder. Nun, sagt doch mal eure Meinung zu Google Plus, meine lieben Freunde. Bei Lück ist das ja ein Grund, warum man keinen Account hat. Ich habe Google Plus und sämtlichen Bullshit, den die da verzapfen, mehrfach kundgetan. Ich denke, ich brauche das nicht mehr. Das ist einfach scheiße, eigentlich der ganze Zwang, dass die ganze Google. Sagen wir es mal so, ich bin ja kein Feind von Neuerungen, aber dann sollen sie sinnvoll sein, funktionieren. Ich habe vor zig Jahren mal ein YouTube-Account erstellt. Inzwischen ist das gleichzeitig ein Gmail-Account, es ist ein Google Plus-Account, es ist ein Google Hangouts-Account. Es ist aber lächerlich, dass du nicht mehr sicher so ungefähr. Das war ja damals, als Google Plus eingeführt hat, eine Grundangabe, dass sie das alles auf einen Account, damit man sich nur mit einem Passwort anmelden muss, machen wollten. Das habe ich davor auch schon gehabt. Ja, schön und gut eigentlich, aber das führt dazu, dass so viele Sachen miteinander verbunden werden, die in meinen Augen nicht verbunden gehören für mich, weil das erstens das für mich Privatsphäre. Was benutzt man denn tatsächlich alles von dem, was man da jetzt hat? Genau, besser die Frage ist, wie viele von denen, weil in dem Kommentar stand dann halt auch drin, dass ja inzwischen so viele Google Plus nutzen. Nein, sie haben es, weil sie es brauchen. Nutzen tut das ein Bruchteil. Richtig. Irgendwie 30% nutzt es wirklich? Und das Punkt ist halt das mit dem Zwang. Sie hätten es ja schöner verkaufen können. Ja. Wir reden hier über Google Marketing ist nicht deren Stärke. Einer aus der ehemaligen Führungsetage von Google hat sich jetzt sogar dazu geäußert und hat kundgetan, dass er einige Entscheidungen doch für fragwürdig hält. Ja. Mehr als merkwürdig. Lebt immer noch? So. Hier, bleib stehen. Hier kommt die Spritze. No Camping von Uncap? Was von Uncap?
Keine Ahnung, was der will. Da haben schon wieder so viele LEVs. Kann ich nicht gut heißen. Irgendwas kommt hier schon wieder um die Ecke geschlichen. Auf welcher Karte pimmelt ihr schon wieder rum? Wobei, halt, will ich das wissen? Ach Gott. Achtung! Und ich falle runter. Traurig. Oh, scheiße, der ist so oben, der Kerl. Lebt er noch? Ja, oben muss noch was. Ja, geil, SVD. Das gibt's nicht. Der hat, ich hab ihn getroffen, aber er lebt immer noch, obwohl er schon so angefrackt war. Oh, und ich hänge unter diesem scheiß Haus fest! First World Problems. Ah. Stopp, du Potsau. Nein, Hainan World Problems. Nein. Battlefield World Problems. Wenn wir das jetzt so weiterspielen, sitzen wir hier morgen früh noch. Ja, ist das nicht der Plan? Der festhängen Mist ist auf dem CTE ja auch wieder gepatcht. Na wunderbar. Dann kann man doch endlich wieder durch Fenster durchlaufen, die man gerade eingeschlagen hat, ohne dass man rückdurchspringt. Oder über einen Grashalm. Ich weiß nicht, an wie vielen Grashelmen ich schon hängen geblieben und erschossen wurde. Sagen wir es mal so. Da bei den Grashalmen sollten sie vielleicht auch noch dabei gehen und die Kugelsicherheit ein wenig runterschrauben. Vielleicht. Nur vielleicht. Da ist ein Sniper gegenüber. Oben kann drauf ist auch was hier. Einfach so durch Dinge durchschießen. Ja, da oben, über uns, seid über uns. Wo das Nummernschild, da wo ich Granate hänge. Die Engine kann sowieso viel weniger zwei. Als die von BFBC2, habe ich so das Gefühl. Außer, dass sie eine schickere Grafik, also dass sie optisch schöner ist. Optik ist alles. In der heutigen Zeit. Lasst mich raten, ihr seid bei was auch immer nicht Chinesen ist. Nein, wir sind Chinesen. Gut, hast du unsere Schlitzaugen nicht gesehen? Nee, habe ich nicht. Schmeiß mal den Zongo da aus dem. Einen Moment, bin gerade rausgetaucht. Da kommt ein Töff. Trecker fahren! Da kommt jemand, der schießt. Und hier liegen so viele Leichen. Und ich konnte dich leider nur kurz wiederholen, wer immer du auch bist. Oh, ist es gerade nur bei mir so leckig? Oder leckt's bei euch auch? Tschüss. Geht. Hallo, Richie. Achtung! Yay! Ja, Hauptsache, der grenadiert sein eigenes Team. Hallo, Hand! Cool, wieder noch. Da sage ich jetzt lieber nicht zu Hallo Hand. Ich weiß nicht wieso. Du musst einfach. Kennst du das? Diese Nein, komische Zeichnung nicht. Dazu? Das ist einfach amüsant. Kennt tut man das, aber ich weiß ja nicht. 5 gegen Willi und so macht doch jeder irgendwie, ne? Ja, nee, das sowieso nicht. Aber ich finde diesen Comic-Strip dazu sehr genial. Nein, ich erzähle jetzt nicht von Unterhaltung mit Nora. Da kommt gerade was in unsere Richtung. Artillerie am Dingsbogen hier, die am Spawn campen. Junia, Artillerie schießt glaube ich auf mich. Ich bin schon wieder headtot. Zum 45. Mal jetzt. Oh, eine Granate. Hab sie getroffen. Jetzt bin ich tot. Aber juhu. Das macht, be right back. Ist ja schon wieder was auf Echo. Hahaha, wir sind die Elfe los. Du hast Fett und Glitzern vergessen. Die wird man nicht los, die ist nur kurzfristig woanders. Da hatte man schon Hoffnung. Ach, da sitzt das Spawnbiegen. Ich fühle mich hier irgendwie belastet in der Ecke. Es ist so gemütlich mit drei Mann hier. Bitchy, hinter uns. Vor uns auch, aber... LOL! Der mit 1 Typ hat uns alle gekillt, oder was? Willst du mich verarschen? Ja, wie gesagt, Level 1 Typ, weil... Höchstwahrscheinlich Dauercheating. Und irgendwann mal erwischt. Oh. Ich muss mich echt noch an die neue DPI-Zahl gewöhnen, die ich eingestellt habe. Übrigens, Fliegen mit höchster DPI-Zahl geht mit Maus und Tastatur sogar. Hab ich ja, bei mir versucht. Also 5000 DPI ist nicht wenig, aber will nicht so richtig. 5800 habe ich das, oder 5700 habe ich das versucht. Heli habe ich auf der Testrange echt gut mitgeflogen. Ich könnte auf 6800 DPI hochgehen, aber ich habe es nicht getan, weil, ne?
Da fehlt was vom Haus. Da fehlt was vom Haus. Sehe ich das ganze jetzt Haus? Jetzt leckt bei mir aber auch ganz schön tief. Ich gehe so 3 Schritte vor und werde 2 Schritte mit zurückgerubberband. Also ja genau, das habe ich jetzt schon eine ganze Zeit. Nope, das sehe ich jetzt auch bei anderen. Also der Server fängt es gerade tierisch umzulegen. Siehst du auch, da ist ein Typ mit einem 300er-Ping auf dem Server. Der macht natürlich auch alles kaputt. Ich bin's nicht, yeah. Nein, du bist es nicht. Ausnahmsweise. Weißt du, ausnahmsweise. Verleumdung. Nein, Telekom. Nichts als die Wahrheit. Apropos, wir könnten wählen. Achso, was ich nochmal. Nein, wir suchen hier nach neuen Server. Was die liebe Suki damals gesagt hatte, wo sie hier war. Ich hatte da etwas unterschlagen bei den Infos. Die Telekom hat genug Leitungen hingelegt und im Dorf ist auch jedes Haus angeschlossen. Sie haben nur im Verteilerkasten nicht genügend. Was ja sehr teuer nachzurüsten wäre. Ja, einfach nur ein neues Panel reinstecken. Richtig. Die Arte schießt, glaube ich, auf uns. Ja. Ich liege hier und tue so, als wäre ich ein Grashalm. Im Wind. Hier liegen nur hier stehen nur wir Bäume rum. Oh, er ist ausgestiegen. Oh ja, grün, gemein und unsichtbar. Ha, hab ihn. So, wo wollen wir jetzt schon wieder hin? Wieder nach Charlie. Ja. Yeah. Barbecue. Yo, kommt um die Ecke und drückt mir direkt einen Headshot mit der 870 rein. Ich hab ihn weggekriegt, aber er hat mich ziemlich weggefröbelt. Kommst? What the fuck? Nicht ganz, aber immerhin. Legst du dich bitte wieder hin? Ja, ich muss mich auch noch heilen, daher passt das ganz gut. Die haben unseren. Ein ganzes Squad schießt auf ihn. Dreckige Killstealer. Lass mich doch hier mal hoch. Hallo. Das hier ist nicht Daisy. Du brauchst nicht so zu schleichen. Dann fall ihm wieder runter. Au. Denn er wollte jetzt mich. Ja, gut, ich stecke im Gebäude fest. Und irgendwas schießt mit RPG auf mich. Autsch. Rechts, links. Rechts, links, überall. Vorne, hinten, geradeaus. Attack. Da ist was. Die Gekröse von vorne, kommen sie rein. Boah. T-Assault. Ja, oben waren doch eben zwei Leute. Danke. Natürlich jetzt. Danke. Danke. Bitte, Brigitte. Und noch einer. Na, zwei. Wo kommen die da oben her die ganze Zeit? Die müssen irgendwo sich in Spawnbeacon reingeglitscht haben oder irgendwas. Wenn die da reingeglitscht, wenn der reingeglitscht wäre, müssten sie in der Theorie im Felsen sein, aber irgendwo kommen sie bestimmt mehr aus. Ich glaube, ich gehe mal auf Anfang. Eigentlich mit dem Dings runterkommen. Ich glaube, wir kriegen Besuch. Ich gehe in eine andere Richtung. Autsch. Hier hinten waren so viele. 5 DMR-Headshots, bis der Kerl umgefallen ist. 5. Ich könnte auf Delta-Hilfe gebrauchen. Ich bin gerade zwischen Alpha und Bravo. Und versuche hier Sniper zu fangen. Gut, ich wurde auch gerade. Ich möchte DMR die züchten und vermehren. Da ist eine Cruise-Missile eingeschlagen. Das heißt, du schmeißt einen Sniper zusammen mit einer Packung Wackelpudding, auf die du Ditto draufgeschrieben hast, in den Raum und wartest, oder wie? So ungefähr. Ich renne, das ist fies, ich renne hier gerade von LEV weg. So, und jetzt mal wieder ein wenig in unserem Bildungsauftrag gerecht zu werden. Woher kommt das Wort Ditto überhaupt? Oh Gott. Ja, jetzt leg los. Vom lateinischen Dictus. Achtung, feindliches Boot voraus, kein Glück. Wow, baby. Es will nicht sterben, das Boot. Hier gibt es noch ganz andere Dinge, die nicht sterben wollen. Und ja, hallo, Rubberbanding. Ja, ich habe ihm einen rausgeschossen, aber das stört ihn nicht. Hast du ihn einen aus der Krone geschossen? Warte. Okay, jetzt kann ich weiterfahren. Okay, hier stürzen schon wieder Helikopter und. Wow. Und Warthogs ab. Merk ich schon. Au! Lol. Wow. Aua, 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 aua. Scharfschütze irgendwo. Was trifft das? Verfickten kleinen. Die hatten wieder mal noch eine Tech-Boot und sie hat noch Jets.
denen die Active egal ist. Aber egal, wir haben gewonnen. Sehr gut. Yay. Wo will ich das sehen? Yes, überlebt. Ganz knapp mit so 20 Leben. Auf zu einem neuen Surfer. Ja. Jetzt doch wieder verlassen? Ja, bei dem Rubberbanding, Entschuldigung, aber nein. Es könnte sein, dass natürlich die nächste Runde erstmal wieder besser läuft, aber wahrscheinlich so ab Mitte wird es wieder genauso. Ich tendiere zu, nein. Ich mag den Clan schon nicht, der ist so unsympathisch. Und das waren die Worte zum Sonntag. Tschüss!